Lassen Sie mich die Durchlässigkeit im schweizerischen Bildungssystem anhand eines Beispiels erläutern. Ein Automechaniker hat die Möglichkeit, nach ein paar Jahren Berufstätigkeit eine gewisse administrative Arbeit zu übernehmen. Er darf den Einkauf tätigen, er darf Materialien verwalten und so weiter. Und das findet er interessant. Er überlegt sich, gibt es denn eine Weiterbildungsmöglichkeit in kaufmännischer Richtung? Er besucht den Studiengang für technische Kaufleute und macht einen eidgenössischen Fachausweis. Damit hat er nun die Möglichkeit, in der höheren Berufsbildung weiterzukommen. Zum Beispiel, er tritt über in die höhere Fachschule für Wirtschaft, macht einen Abschluss auf Betriebswirtschaft HF und kann dann einen Höhereintritt zu einem Bachelorstudium machen. Noch nicht genug, er kann auch einen Masterabschluss machen und im Moment diskutiert man auch, ob solche Personen sogar doktorieren können. Also aus einem Automechaniker wird ein Doktor.